Am letzten Tag des Schwechater Stadtfestes kamen alle Besucher nochmals so richtig auf ihre Rechnung. Mit Gregor Glanz als krönenden Abschluss konnte man wahrlich von einem gelungenen Dreitagesfest sprechen. Beginnen wir unseren Besuch am dritten Tag wiederum auf der SMS-Bühne mit einem Pfarrchor der etwas anderen Art, dem Tabitha-Chor. Was ist denn die Aufgabe eures Chors? Die Hauptaufgabe ist zu singen und einfach beim Singen Fröhlichkeit zu verspüren, einen Spaß zu verspüren, den wir dann, wenn wir ein Konzert geben, einfach versuchen ans Publikum weiterzugeben. Jetzt habt ihr aber nicht nur deutschsprachige Lieder, sondern wir haben ja auch heute gehört Lieder aus anderen Ländern. Ja, also das letzte Lied des Giorgio Lossa stammt aus Afrika. Und dann freue ich mich besonders, dass unsere Chormitglieder, die also nach Österreich geflohen sind, dass die auch ihre eigenen Lieder hier einbringen. Ja, also die Jumana hat das syrische Liebeslied eingebracht und die somalische Familie hat diese somalische Hymne eingebracht, ja, die einen besonderen Reiz hat. Ja. Somalie tosa, tosa is kutir sadaye, at bakina tak tarane, tagele waligine. Was bedeutet für euch das Stadtfest? Das Stadtfest, dass wir da in Schwechat uns einfach auch mitteilen können und auch Zuhörer erreichen, die vielleicht, was weiß ich, wenn wir in der Kirche singen, wir singen auch sehr viel in der Kirche, die wir da nicht erreichen. Ja? Und da gehen Leute vorbei und plötzlich hören uns und vielleicht ist für die auch was dabei. Auf der SMS-Bühne, aber wir ziehen weiter westlich zu Manfred Krumis Texas Schrammeln. Wo nehmt ihr denn euer Repertoire her? Ja, das meiste ist aus meinem Leben und was nicht aus meinem Leben ist, das habe ich beobachtet und gestohlen. Damit man auch Boogie tanzen kann, zusammengerichtet. Ja, also Mundart ist klar, warum. Wenn ich in Wien geboren bin, soll ich wie Amerikaner singen. Es ist meine Muttersprache und es soll jeder das machen, was er am besten kann. Zusammen. Day heißt Tanzen, also Dance, Act und Yoga. Das heißt, ich biete Kurse für Tanzen, Schauspiel und Yoga an. Ab September in meinem Multiversum Schwächer. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und die sind ein Teil meiner Videoclip Dance Kids Gruppe, die jetzt über den Sommer dreimal mit mir dieses Lied einstudiert haben und geprobt haben. Ja, vielleicht wollen die Kinder erzählen, wie es ihnen gefällt, oder? Ja, sag's mal, wie war denn das so? Also, mir gefällt richtig gut, weil man sich richtig ausbauen kann bei der Michi. Mir gefällt es auch gut, dass man Spaß mit seinen Freunden haben kann. Wenn man jetzt quasi Mitglied hier werden möchte, wo soll man sich melden? Entweder über das Multiversum, dort gibt es Flyer auf Link, oder man meldet sich direkt bei mir. Ich habe eine Homepage, dann kann man mir eine E-Mail schreiben, mich anmelden. Das heißt www.day.de.
Sonntagabend, nach 3 Tagen, findet das 25. Schwechater Stadtfest am Hauptplatz seinen glanzvollen Ausklang. Was bringst du mit? Ja, ein ganz kunterbuntes Programm. Also ich habe das BDA-Orchester Linz mit dabei, unter der Leitung von Norbert Heberdinger. Und also ein großes Orchester, 16 Mann. Ever since that night, we've been together, love and at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Diesen Swing, den du ja sehr, sehr gerne spielst, wenn du auf der Bühne stehst, das ist ja eine Musikrichtung, die nach wie vor begeistert. Was macht aber trotzdem die Faszination aus? Warum sind nach wie vor so viele Leute wirklich ja, einfach gern dabei und hören es? Ja, die alte Musik ist generell etwas, was nicht aussterben sollte, und das lieben die Leute eigentlich. Also ich bin ein 79er Baujahr, also eigentlich war ich gar nicht auf der Welt, wo gewisse Stars früher eigentlich gerade ihre High-Phase gehabt haben. Aber irgendwie hat es mich auch gefesselt. Also es ist generationenübergreifend, und wir tragen vielleicht dazu bei, dass es die nächste Generation auch wieder schafft. It's up to you, swingend Abschied. Bis zum nächsten Jahr.